So, ich stehe hier direkt vor der großen Fabrik vom Cheddar Cheese, wo Cheddar Cheese hier tatsächlich produziert wird. Ich bin total gespannt und neugierig, wie das alles so funktioniert. Und Rory hier, servus Rory. Rory wird mir genau zeigen, genau erklären auch, wie das funktioniert. Das ist ein Irish Cheese Grater vom Feinsten. So, ich bin jetzt hier im Labor angekommen und ich will genau wissen, wie die Qualität von diesem Käse jetzt schon ist. Und Rory zeigt mir das jetzt gleich. Rory, could you tell me a little bit about the quality of this cheese? Yeah, so to evaluate the quality of the cheese, we look at a few different parameters. We look at the appearance, then we take a core of the cheese and we get the aroma. Then we look at the texture. So we break it down between thumb and forefinger and then we taste it and get the flavor. And then we evaluate as to what customer that's suited to then. So we look at the appearance, the cheese is nice and uniform, close-knit. We look, there's a nice smearing of fat on the back of the iron. We take it off, we get the aroma. Okay, can I try that? Nice and clean. Wow. So Rory erzählt mir gerade eben die typische Merkmal, wo man achten muss. Und das ist natürlich die Konsistenz, das Geruch und natürlich die Festigkeit. Also das Geschmack auch, ist auch wichtig. Ja? Yeah. Then I can taste this. Yeah, just break off a piece at the end. Scheint auf dem besten Weg zu sein. So, jetzt habe ich mal diesen großartige Käsefabrik hier in Irland angeschaut und Rory erzählt mir mal gleich, warum Cheddar Cheese ein einmaliger Käse ist. Rory, tell me about the cheese, please. Well, what we have here is cheddars, and the reason it's so unique and so special is because of grass-fed cows producing a natural milk, which is giving you a natural, tasty cheese. Okay. Und ich selber kann es bestätigen, weil ich arbeite mit irischer Cheddar Cheese tagtäglich. Ich benutze das für Pasta, ich benutze das für einen Burger, ich benutze das für ein Cordon Bleu, für Lasagne. Eigentlich ist es das irische Parmesan. Und ich probiere das mal jetzt. Heute schmeckt es besonders lecker. Today it's even better than the way I have it.